bin Akrobatikerin. Ich bin der singende Pfleger. Wir sind Tänzerinnen. Ich bin Kleffeler. Wir zwei sind ein Gesangsduo. Ich habe meine Trompete in Eis. Wir sind Rock'n'Roll-Tänzer. Ich bin eine Hexe. Ich bin stark. Ich bin der beste Sing, wo du machst, höre heute. Schaust du und wartest. Zirkus der Beste. Wir sind Sportakrobaten. Ich bin B-Boy. Wir sind Schlangenmeitli. Ich bin ein Art-Tänzer. Ich bin Allround-Künstlerin. Wir sind eine Band. Luftakrobatik. Tänzerin. Buchredner. Und ich die Echo. Ich bin Organettist. Musikalische Stegreif-Comedy. Wir sind Scalofrio. Wir sind Rappers. We are gonna entertain you like this. Wir sind erst auf der Weltrangliste. Wir sind die grössten Schweizer Talente. Und ich kann nichts, aber ich moderiere die Sendung und begrüße Sie zu dieser Show, wo ganz viele Schweizer ihr grösstes Talent zeigen. Das Ziel haben sie alle das Gleiche, ins Halbfinale zu kommen. Seine Frau. Grüß dich, Mami. Ah, nein, komm, wir gehen. Das ist Zinsi. Mit Mutti-Musik. Also, Mami, Mutti-Musik. Nein, das ist doch grossartig. Ja, ja. Ich heiße Claudia, ich bin 17 Jahre alt. Jetzt wohne ich in Ruiti, aber ich bin eine Austauschschülerin und ich komme aus der Slowakei. Heute habe ich hier meine Mutter aus der Slowakei. Ja, ich habe das überhaupt nicht erwartet und das war eine Überraschung, dass sie hier ist. Das ist unglaublich schön, das ist die beste Unterstützung der Welt. Das ist mein Schatz. Ja, wer bist du? Ja, ich heiße Claudia. Ich bin 17 Jahre alt und ich bin eine Austauschschülerin hier in der Schweiz. Ich bin aus der Slowakei. Hey. Ah, also okay. Du bist für ein Jahr in der Schweiz. Und wie lange bist du schon hier? Schon 3,5 Monate. Gefällt es dir in der Schweiz? Ja, ich bin sehr froh, dass ich hier bin. Wirklich. Super. Was zeigst du uns? Also, ich würde gerne singen. Gut, wir sind gespannt. Viel Glück. Dankeschön. Watching.
Monsieur Gress. Also Präsenz haben Sie, nicht nur Präsenz. Aber wir haben das Glück dieses Jahr, dass wir viele, viele schöne und wunderschöne Stimmen hören. Und zu dieser Stimme gehören Sie unbedingt. Es war wirklich ein schöner Moment. Danke. Danke schön. Susanne. Claudia, das hat mich sehr berührt, weil ich habe mit 17 auch mal ein Austauschjahr gemacht in Amerika. Das ist wie wenn man ein Pflänzchen, ein junges, aus seinem gewohnten Umfeld rausnimmt und in eine neue Erde pflanzt und man muss Wurzeln schlagen. Das ist nicht ganz einfach und du hast es heute Abend sehr gut gemacht. Du hast Wurzeln geschlagen auf der Bühne. Wunderbar. Dankeschön. Gut. Claudia. Das hat dich sehr berührt jetzt. Das ist ein Wahnsinn, ein ganzes Theater steht für dich. Du bist 17 Jahre alt und du hast dir einen ganz schwierigen, großen Titel ausgesucht. Die Sprache ist nicht deine Stärke. Ja, ich weiß. Am Schluss, man hat nichts verstanden. Seit ein von und du, was, der kann alles, und du, der kann alles. Aber technisch bist du sehr gut. Du hast alle Vokale ganz nahe hinter den Schneidezähnen. Das A verreißt nicht in den Hals. Das ist super gemacht, gut gestützt. Für eine 17-Jährige hast du Großartiges geleistet auf dieser Bühne. Blick, deine Meinung? Ja, Claudia, was der Herr Fischer sagt, stimmt natürlich, aber der Herr Fischer ist auch ein ehemaliger Lehrer. Also Konsonanten und nicht und so, also das ist die Stimme, die in erster Linie zählt und es ist die Emotion, die rüberkommt. Und bei mir ist die sehr rübergekommen. Danke, dass ich das hören durfte. Ja, jetzt kommen wir zur Abstimmung. Monsieur Gress? Ja, na klar. Na klar, Susanne? Für mich ganz klar, ja. Blick? Yes! Et voilà! Claudia, du hast von uns 4 Ja. Wir hoffen, du bleibst in der Schweiz und übst weiter, dass du uns wieder beglücken kannst. Danke vielmals, du bist weiter. Das ist unglaublich schön. Das habe ich noch nie erlebt. Hast du nicht wahnsinnig Heimweh? Geht's? Ah, es geht, ja. Okay. Also manchmal. Ist schlimm, ich kenne das so gut. Ja, die ersten 3 Monate sind so hart in einem fremden Land. Ja. Sicher? So, wollen Sie auch mal auf die Bühne kommen und zeigen, was Sie können? Nicht? Ja, aber dann machen Sie wenigstens bei uns im Gewinnspiel mit. Gutscheine im Gesamtwert von 27.000 Franken zu gewinnen für Ihren Online-Einkauf bei Le Shop. Anruf genügt. Wählen Sie 0901 544 911 für 80 Rappen oder gratis per WAP. Ob Sie heute einen von 3 Gutscheinen im Wert von 1.000 Franken gewonnen haben, erfahren Sie am Ende der Sendung. Und in der Finalsendung verlosen wir den Hauptpreis. Einen Honda Jazz Elegance mit Navi im Wert von 21.100 Franken. Alle Gewinner und Infos auf srf.ch. Going down for real. Bist du ein Single? Ich bin verheiratet. Hm? Verheiratet. Hast du heiratet? Wie viel? Einmal. Eine Frau. Nicht viel. Nur eine Frau. Warum hast du keine Geld dabei? ich bin Hamza Raya. Das ist ein arabischer Name. Ich bin ein Libanon-Mann. Du hörst auf lachen, Bruder. Das ist eine Nichtrespektierung von meiner Person, Bruder. Talent? Ja, ich bin. Du bist ein schönes Produkt, weißt du? Ich habe Interesse, wir machen eine Beziehung. Und ich gebe gut Liebe. Ich bin hier, mache Repräsentation von meinem Land. Und wir schauen, ich bin beste Sing von Du hast gehört. Gefühl. Guten Abend. Hallo.
Von wo sind ihr? Wie heißt ihr? Mein Name ist Hamza. Bin ein Libanon-Mann. Ich bin zwei. Bitte nicht lachen, respektiere bitte. Ich bin 2 Jahre in diesem Land. Komme von Libanon. Und ja, jetzt ich wohne in Zürich. Zürich, ja. Und arbeite Auto-Import-Export. Auto-Import-Export? Ja. Okay. Und was zeigen Sie uns heute Abend? Zeigen? Ja. Ich sing arabische Musik. Ja. Aber weil ich weiß, ich mache Michael Jackson. Michael Jackson? Ja. Aber ist ein langsam Musik. Entschuldigung? Ein langsam Musik. Langsam? Ja, ich nicht tanz so weit. Hamza, dann zeigen Sie mir, was Sie können. You are not alone. I am here with you. Don't sound me. Don't seem me. You are not alone. Den meint das nicht ernst. Den meint das nicht ernst. I am here with you. Nein, das ist doch lustig gemeint. Ist das kein Comedy? Weiterfahren! Ist nur mit! Just me! Warte bitte! Ja, Moment, aber nein, nicht lachen bitte, respektiert. Nein, warte bitte, bitte Respektierung. Ich mache singen, hey. Nicht viele. Und du machst dein. Warte eine Minute, dann du höre. Warte eine Minute. Nein, Respektierung bitte. Respektierung. Ich bin mal 10 Sekunden singe. Weißt du? 10 Sekunden, ich mache singe, du machst deine Biss. Vielleicht habe ich euch alle nur verarscht. Ich habe gelacht. Mach den Beat rein, Mann. Okay. And I feel like I'm running and I feel like I gotta get away. But then I won't ever stop, cause I know I gotta win every day. See, they really wanna pop me. Just know that you will never flop me. And I know that they got beauty, the cocky. You were never gonna stop me. Every time I call my jigga, I gotta say it. Then I gotta go, then I gotta get it. Then I gotta blow, then I gotta shut it. And then I jigga, jigga, be doing. Cause it doesn't matter, cause I'm gonna da da da. Then I gotta make it. Then I think about it, boom, about it, bing. I gotta do a lot of things, make clear to a couple niggas that are always winning. Then I gotta get it again and again and again. Look at me now. Look at me now. I have the papers. Look at me now. Oh, look at me now. Was sagt Try to pass. Fresh like a Schweizer Käse. So, hey, beruhige dich, Mann. Alle ruhig. Der Araber will sprechen, bitte. Nicht machen, bitte. Er ist in voll Rekate. Ich nicht. Er ist in voll Rekate. Ich will zuerst klarstellen, Blick, Entschuldigung, aber ich bin kein Rapper. Ich bin das, was man Comedian nennt. Ich bin 31, ich heiße wirklich Hamza Raya, ich bin wirklich Libanes, aber ich bin da geboren. Schwamme Dinge, Bruder. Brr! ich bin einfach ein glücklicher Mensch und ich bringe gerne Leute zum Lachen. Sagen wir, ich gehe in irgendein Land, wo nicht Deutsch gesprochen wird. Amazonas von Brasilien, irgendwelche Uhren. Oder nehmen wir mal Bern, dort wird wahrscheinlich auch nicht Deutsch geredet. sagen wir mal eben, das Wichtigste dabei ist, dass man über sich selber lachen kann. Italiener da? Hey, stolze Italiener. Albaner da? Oh, stolze Albaner. Blick. Was sind die stolzesten Schweizer? Wer das ist, oder was? Ja, wer sind das? Wer sind die stolzesten Schweizer? Berner Denk. Die frisch eingebürgert worden sind.
Hamza, vielen Dank für deine Performance heute. Ich glaube, du hast ein paar Jurykollegen von mir richtig, richtig Angst eingeflößt. Bruder, du musst sein korrekt mit mir, denn ich bin korrekt zu dir. Weißt du? Die haben da richtig. Also, der Johnny da hat sich schier unter dem Tisch versteckt. Irgendwann so. Ja, du bist ein guter Beobachterblick. Ich war der Einzige, ich glaube, im ganzen Saal, der während dem Michael Jackson-Song schier versteckt ist vor Lachen. Ich habe den noch nie so originell gesehen. Und dann habe ich gedacht, wir dürfen nicht auf den Würzisch uns schweizen. Wir haben gerade ein schlechtes Gewissen. Dachte, wir haben über einen Libanes gelacht, das darf ich doch nicht. Das hast du super gemacht, gut gespielt mit uns. Der Knaller. Also dann. Was mir gefallen hat, ich habe gehört von Humor und von Toleranz. Und es hat mir gefallen. Danke. Merci beaucoup. Susanne, du bist ein sehr schönes Produkt. Ich habe gedacht, wir können zusammen einen Joghurt essen gehen, mal einen Tag. Wir machen Sprechen über Beziehung. Ich gebe dich spazieren jeden Tag eine Stunde. Und ich gebe dich Fernbedienung von Fernsehen. Hamza, 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 Hamza. Ja, Baby. Ich stehe immer noch unter Schock. Ich dachte, du könntest mich abschlagen. Ah, nicht gedacht. Aber es hat mir noch gefallen, muss ich sagen. Es hat mir noch gefallen. Stark und starke Männer, ja? Das ganze Nummer hat den Leuten gefallen und das ist das Wichtigste. Ja, sicher. Hamza, du weißt, wo ich aufgewachsen bin. Du weißt. Mit den Brüdern. Genau. Wenn man in Schwammerdingen Oerlikon aufwacht. Dann hat man es viel mit Ausländern und Immigranten zu tun. Man wacht dort auf, man checkt den Humor, der ist aggressiver als der Schweizer Humor. Es wird zum Teil auch damit gespielt, das wissen die ganz genau. Ich wissen, wie der Schweizer reagiert. Das hast du gekonnt ausgenutzt heute. Und ich sehe sehr, sehr viel Potenzial in dir. Danke vielmals. Also, wir gehen zum Ja oder Nein, Johnny. Ich habe noch nie so viel lachen in den letzten 6 Minuten. Die ersten 4 extrem viel lachen. Das heisst natürlich ein Ja. Danke vielmals. Monsieur Gress. Für Humor und Toleranz sage ich auch immer Ja. Merci beaucoup. Du bist eine der grössten Überraschungen, die wir hier gesehen haben. Und darum ein grosses Ja. Danke vielmals. Hamza, auf mich kommst du definitiv ein Yes über. We can go all night, so don't be shy. Mein Name ist Serena Salvatore, ich bin 20 und ich komme von Thun. Mein Name ist Alessia Salvatore, ich bin 29 und komme von Spiez. Wir sind Schwestern, aber viele denken, dass wir eigentlich Zwillinge sind, weil wir recht ähnlich aussehen, obwohl wir eigentlich 9 Jahre Unterschied haben. Ja, wir tanzen. Unser Tanzstil ist zwischen Latino, Hip-Hop, Pop, sehr zu modern. Und wir hoffen natürlich, dass das Jury auch begeistert, genauso wie das Publikum. Ich gehe hier passen. Ja, ich möchte es nicht übertreiben. Ja, ich weiß. Wir träumen kann man. Wir haben sehr viel geprobt, eigentlich fast alle Abend. Nach dem Arbeiten bin ich zurückgegangen und dann war ich voll dran. Wollt ihr das Publikum verstehen? Ja, aber ich bin hier. Die irritieren mich nicht. Das irritierst du mich. Sag ich mir, die ganze Zeit geübt. Du warst immer da. Es ist alles gut. Du bist logischer, weißt du? Stell dir vor, wir sind im Wohnzimmer bei dir. Ja, es ist gut. Es ist gut. Wir sind schon ein bisschen aufgeregt. Ja, mit der Zeit sind wir ein bisschen gestiegen. Aber ich glaube, sobald wir werden anfangen zu tanzen, wird sich das alles legen. Und dann werden wir wirklich nur daran denken, dass wir Freude daran haben. Hallo miteinander. Hallo. 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 Wer sind ihr? Also, ich heiße Alessia Salvatore, bin 29 und komme aus Spiez. Ich bin Serena Salvatore, ich bin 20, ich komme von Thun und wir werden heute für euch tanzen. Okay, ich bin gerade ein bisschen durcheinander. 29 und 20, die sehen aus wie Zwillingsschwestern. Das sagen eben noch viele, ja. Okay, also da sind wir gespannt und freuen uns. Viel Glück. Merci.
keep them, please rub them down, be a lady and a freak. Oh. Ja, das war jetzt sehr, sehr brutal gewesen, das muss ich sagen. Aber man hat schon ganz früh gemerkt, wie es rauskommen könnte, muss ich sagen. Die Bühne ist riesengroß und schon nur, als ihr am Anfang angestanden sind, habe ich gemerkt, ihr fühlt nicht. Weißt du, dass man da steht? Und ich weiss nicht, ob das die richtige Bühne ist für eure Kunst. Aber ich frage jetzt natürlich meine Kollegen noch. Susanne. Ja, lasse Frau, ich habe ja zweimal geboren. Aber was ihr zwei gemacht habt, das hat noch viel mehr wehgetan, muss ich sagen. Mädels, wenn ihr auf die Bühne geht, dann müsst ihr eurer Sache sicher sein. 150% sicher. Und es fehlt mir an Power, es fehlt mir an Impact, es fehlt mir an Moves, an Ideen. Vielleicht sehen wir sich ein anderes Mal wieder. Ja. Monsieur Kress. Wir sind auf dieser Bühne, um das größte Schweizer Talent zu suchen. Und da haben wir gesehen, dass es nicht mehr so groß ist für Sie. Es tut mir wirklich leid. Wir machen die Abschlussrunde. Das hat von mir aus nicht gelangt. Wie hat es bei dir ausgesehen? Von mir aus, Johnny, hat es auch nicht gelangt. Ich muss nicht mehr sagen, nein. Monsieur Kress? Nein, auch, ja. Es hat leider nicht gelangt. Bleiben trotzdem aufgestellt. Wir sind eine herzige Schwester, Perli. Tanzen weiter, aber üben lange, üben, bevor das wieder so neu mehr zeigen. Gell? Viel Glück. Sorry. Hey, der erste Move schon. Ja, nein, komm. Ich habe auch ein kleines Talent. Ich kann zum Beispiel die Erkennungsmelodie von «Die Tribute» von Panem nachpfeifen. Wenn ich mich als Katniss auf dem Filmplakat mache, sehen Sie online bei uns auf der Website. Und da kommt jetzt ein richtiges Talent. So, liebe Freunde, das ist sie, Frau Kunz. Susanne Kunz. Hallo. Tote Stille, gehst du? Ich kann mal Hallo sagen. Hallo. Ja, ich auch. Freue mich natürlich. Susanne, hallo, geht's? Salut. Salut, Boris. Ciao. Ciao. Da versuchen sich Kandidaten schon einzuschleimen bei mir, um mir Merchandise von ihnen zu schenken. Imponiert mir natürlich überhaupt nicht. Wir bleiben knallhart. Genau. Ja, ja. Und nächste Woche hat er ein Tattoo auf der Brust mit dem blöden Päckchen. Kennt ihr? Hallo, wir sind Chris und Rose. Ich bin der Boris. Ich bin der Pavek. Ich bin der Dennis. Ich bin der Mischa. Wir sind seit 2009 zusammen als Band. Je nach wie dem Urteil werden sie es wieder löschen. Ja. Ich bin mit dem Boris in die Klasse gegangen und sie zwei sind auch zusammen in die Klasse gegangen. Und von dort her haben wir uns schon ein bisschen kennengelernt von der Schule. Und so ist dann er in die Band gekommen. Wir machen vor allem eigene Songs, tun aber auch immer wieder etwas coveren. Crystal, Rose, Crystal, Rose, Crystal, Rose, Rose, Rose. So, Studio ist fertig. Und los geht's. Hallo zusammen. Hallo. Wer sind ihr? Wir sind Band Crystal Rose aus dem Kanton Aargau. Und ja, wir spielen heute Musik für euch. Also Jungs, wir sind gespannt. Hauen rein. Okay. 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 Don't wanna be an American idiot. Don't want a nation under the new media. Go! Alright, come on! Welcome to the new kind of section. All across the area nation. Let us think of some men to be okay. Television dreams of tomorrow.
gefunden, wieso sind denn nicht euer eigener Song gefahren? Das verstehe ich nicht. Wir haben einfach gemeint, irgendwie American Idiot kennt halt jeder. Ja, aber das ist genau das Problem. Legt nicht das T-Shirt von einer anderen Band, nehmt nicht Songs von einer anderen Band, sind euch, sind authentisch. Aber wir können ihn noch zeigen. Jetzt? Wollt ihr eigentlich den Song zeigen? Ja. Ja. Yeah! 1, 2, 3, go! Ihr sind lustige Vögel, Herr Wort. Das war euer eigener Song. Das Publikum ist 20 Mal mehr abgegangen als beim anderen Song vorher. Yeah. Das ist, was die Leute sehen. Das sind ihr. Sind ihr. Okay, grossen Applaus mal dazu. Danke euch. Merci. Ja, absolut. Wow. Also, wir machen noch mal die Runde. Ich frage Johnny noch mal, was ist deine Meinung zu dieser Performance? Mega krass. Also, habe ich natürlich auch hohe Freude. Herr Griss. Ist der Ball geflogen für Sie? Ja, das zweite Mal noch hübscher wie das erste Mal. Danke. Merci beaucoup. Ja, cooler Song. Gute Performance. Jeder hat sich Raum eingenommen. Rampensoll an Front, würde ich sagen. Aber der hat eine Gitarre, eine Bassgitarre auch ein bisschen hinterher. Also, okay, ich finde auch persönlich, dass ihr wirklich Bühnenpräsenz habt. Wenn ich jetzt euch einen Rat mit auf den Weg geben könnte, glaubt einfach an euch selber. Sind euch selber, macht euch locker und der Rest fliegt von allein. Also Johnny, für dich ein Ja oder ein Nein? Ja. Herr Klaus? Ja. Mit eigenem Material, ja. 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 Also gut, ja, let's go. Ja, Mann! Merci vielmals! Crystal Rose! Viola, tschüss! Tschüss zusammen! Yeah. Keep on rocking! Keep on rocking! Girl, I want to make you sweat. Sweat till you can't sweat no more. Ich bin verdammt und fange schon leicht an zu schwitzen. Ist doch super. Bist du schon da? Kommst du schon da? Hör auf, drück noch drauf, dann wird es schwarz. Ja, ist so blöd. Aber man sieht es einfach sowieso. Ja. Du kennst die Problematik. Schweißproblematik. Ja. Ich habe überhaupt kein Schweißdrüsenproblem. Hier innen ist einfach 20 Grad. Man hat mir so Pads reingenäht. Das kann ich jetzt mal zeigen. Schau jetzt. Die haben es extra reingenäht. Das ist so ein Saugteil. Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Schon nass? Nein. Midnight. Not a sound from the pain. Verratet ihr mir euren Namen? Und euer Talent? Ah gut, dann halt nicht. Habt ihr Lust, auf die Bühne zu gehen? Guten Tag.
Könnt ihr reden überhaupt? Nein? Da beginnen wir gleich. Ha? Die Bühne gehört Ihnen. Wir sind gespannt. Okay? Können Sie sich vorstellen, wer sind wir? Wir sind eigentlich das Team Stammer aus der Westschweiz, aus der Region von Yverdon-les-Bains. Und wir machen Extremkampfkünste. Und wie lange sind Sie schon zusammen? Seit 4 Jahren. 4 Jahren. Und dann trefft ihr euch jede Woche? Und, 3-mal pro Woche trainieren wir zusammen. Ich habe gesehen, das Publikum ging mit. Und das ist ja das Ziel von euch, dass das Publikum mitmacht. Und ich habe ja mitgemacht. Jetzt bin ich gespannt, ob auch ja, meine Kollegen mitgemacht haben. Susanne! Ja, also gratuliere. Es ist virtuos für genau solche Acts. Hocken wir hier in der Jury und lassen uns wegblasen. 100.000 Franken wären hier wohl verdient. Ihr habt viel investiert, ihr habt eine super Leistung abgeliefert. Und bravo, kann ich nur sagen. Ich liebe es, ich schaue sehr gerne zu. Ja, ihr habt das wahnsinnig gelöst, wenn man aus einer Sportart eine Show machen kann. Das ist sehr schwierig, weil. Dass das funktioniert auf einer grossen Bühne, dass eine Geschichte dahinter ist. Ihr habt sogar noch 2 Lacher können auslösen und das in Perfektion. Also da stimmt unhure viel zusammen. Ich habe Freude gehabt. Monsieur Blick! Ich bin Fan von Elementen ineinander innen verbinden, verknüpfen und bei uns von Martial Arts über cineastische Elemente drin. Mich hat geflasht, was ich gesehen habe, auf jeden Fall. So, jetzt wählen wir. Susanne? Also, du hast am Schluss noch, um noch das Töpfchen für mich zu geben, aus dem Sitzen raus ein Hingertisalto gemacht. Habe ich das richtig gesehen?
das war wirklich der Blast und darum gibt es von mir ein grosses Ja. Okay, danke. Monsieur Blick. Ja, von mir ein ganz klares Ja. Danke. Für jeden Einzelnen, oui, oui, oui. Merci. Okay, yes. Merci. Danke. Hallo, salut. 4 Jahre sind wir zusammen am Trainieren. Ja, genau, sozusagen für jedes Jahr ein Ja. Und, ungefähr, ja. Ich würde mich sehr freuen, euch wieder zu sehen. Und noch mal ein bisschen zu zittern mit euch. Danke vielmals. Alles Gute. Tschüss. Flutschnass, flutschnass. Wir haben alles gemacht, wir haben auch von Föhnen und so. Eieieiei. Es ist die Aufgabe unserer Jury, sich einen Überblick zu verschaffen über all die Kandidaten, die heute auftreten sind. Weil sie entscheiden jetzt, wer ins Halbfinale kommt. Aha, Kaffeepause. Extrem am Arbeiten, wie du siehst. Sorry, bitte nicht stören. Ja, nein. Wir schaffen geistig. Also. Hamza. Ich bin Fan. Mein Hamza. Er hat mich voll reingelegt, ich werde fast abgeschlagen. Ich nicht. Du sagst immer, ich habe überhaupt nicht. Ich bin der Einzige, der von Anfang an gelacht hat. Ich habe gelacht. You are not alone. Er hat mich einfach ein bisschen provoziert. Warte eine Minute, dann du höre. Ist nur eine, weiterfahren, weiterfahren. Ist nur mit, schuss mit, schuss mit. Eine Zeit lang, wirklich nicht gewusst, sondern aber er hat es gut gemacht. Und Claudia? Ja, für den Blick. Die Claudia die hat sicher Qualität gehabt. Wenn ich das mit diesen vier anschaue, hat es sicher noch das eine oder andere besser. Für das Alter ist sie wahnsinnig. Super. Gut. Also gut, Crystal Rose, da bist du Fan gewesen, gell? Er ist eine Rampe. Er ist wirklich eine Rampe, so. Das hat mir gut gefallen. Ja, also meine Faves in der heutigen Sendung ist Teams damals. Ja, die waren cool. Marshall Arts. Sie haben guten Geschmack, Johnny, muss ich sagen. Sie verbinden so viele Elemente ineinander. Also ich glaube, dass man den gemischten Salat beim nächsten Mal anders auch mischen und dass das souverän daherkommt. Also gut, Kollegen, wir sind uns einig. Alle vier haben ein qualitativ gutes Level. Aber für was wir suchen, ist ein Team Stamma, wo alles ein bisschen ineinander fließt. Da sind wir uns, glaube ich, ja, oder? Absolut. Wenn wir die Viola rufen? Ja. Liebe Viola! Wir sind fertig mit der Kaffeepause. Ich denke, es wird nicht mehr. So, also wir haben uns entschieden, von allen vier. Wir gehen für Team Stamma. Ja. Perfekt, da freue ich mich sehr. Merci vielmals. Das sind also unsere nächsten Halbfinalisten. Team Stamma. Und so geht es am Samstag weiter. Ich habe Sachen gesehen, die ich noch nie gesehen habe in meinem Leben. Ja, komm, Johnny! Das ist das erste Liebeslied, das ich gesungen bekommen habe. Dann tanzt aber der Bär hier. Das ist sehr schweizerisch. Ich denke nicht, dass du das grösste Schweizer Talent bist auf dieser Bühne. 3, 2, 1, los!